Hallo liebe Landwirte, das Gras mähen, wenden und kehren haben wir bereits analysiert. Jetzt ist die Grasernte dran und danach haben wir eine Gesamtübersicht und Sie können entscheiden, ob es für Ihren Betrieb sinnvoller ist, die komplette Erntekette an den Lohnunternehmer abzugeben oder die gesamte Grasernte selber zu erledigen, wenn Sie es zeitlich und von der Schlagkraft her schaffen. Bleiben Sie dran, denn am Ende erkennen Sie die gesamten Erntekosten je Hektar für die Grasernte und erhalten wie so oft ein kleines Geschenk von mir. Mein Name ist Rainer Möller und wir entwickeln Apps, Tools und Videos für unternehmerisch denkende Landwirte, damit sie mehr Geld verdienen und den Betrieb fit für die Zukunft machen. Das neue Excel-Tool Gras selber ernten oder Lohnunternehmer Gras ernten lassen habe ich gemeinsam mit Carsten Winte, Student der FH Osnabrück, während seines Praktikums bei mir entwickelt. Auch wenn es nicht immer klappt, ich werde versuchen, jeden Mittwoch ein neues Tool vorzustellen. Wir berechnen gleich zuerst die Schlepperkosten je Stunde, dann vergleichen wir die Erntekosten je Hektar für den eigenen Silierwagen mit den Kosten durch den Lohnunternehmer oder den Maschinenring und in der Analyse betrachten wir, was sonst noch wichtig ist und vergleichen die gesamten Kosten der Erntekette inklusive Festfahren. Legen wir los, tragen Sie die Basisdaten für einen oder mehrere Trecker ein und Sie erkennen sofort die Kosten je Schlepperstunde. Die Übersicht über Mähwerk, Wender und Schwader haben wir bereits betrachtet und jetzt geht's zum Silierwagen. Tragen Sie Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und Restwert ein und Sie sehen die Fixkosten pro Jahr. Bei den variablen Kosten schätzen Sie die Reparaturkosten pro Jahr. Nun wählen Sie den Trecker aus und tragen Kraftstoffverbrauch und durchschnittliche Flächenleistung je Stunde ein. Dabei sollten Sie die Fahrzeiten berücksichtigen. Wenn wir jetzt die Auslastung des Silierwagens und die Kosten für den Lohnunternehmer bzw. Maschinenring eintragen, sind wir fertig. Jetzt sehen Sie die Kosten je Hektar im Vergleich und erkennen, welche Variante für Ihren Betrieb wirtschaftlicher ist. Rechts in der Grafik sehen Sie noch, wie sich die Kosten für den Silierwagen bei unterschiedlicher Auslastung entwickeln. Die Auslastungsschwelle liegt in unserem Beispiel bei 213 Hektar pro Jahr. Jetzt schauen wir uns die Gesamtkosten der Erntekette an. Hier wählen Sie noch den oder die Trecker zum Festfahren aus und fertig. Bei der Arbeitszeit nehmen wir einfach die Zeit, die die Silierwagen benötigen. Jetzt erkennen Sie die Kosten für die einzelnen Arbeitsschritte und haben die Gesamtkosten im Blick und können für sich die beste Entscheidung auswählen. Aber nochmal, es hilft nicht, wenn der Lohnunternehmer günstig ist, aber schlechte Arbeit abliefert. Genauso wenig hilft es, wenn Sie die Arbeit nicht rechtzeitig schaffen. Nur noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie sich beeilen, können Sie das gesamte Excel-Tool mit allen Arbeitsschritten vom Mähen bis zum Festfahren kostenlos auf unserer Homepage herunterladen. Warum wir das einfach verschenken? Gute Frage. Mein Ziel ist, die Bekanntheit meines Unternehmens zu steigern, damit alle Agrarunternehmer da draußen wissen, dass es mich und meine Tools gibt. Also, empfehlen Sie mich gerne weiter. Vielen Dank. Aber beeilen Sie sich, denn ich kann nicht genau sagen, wie lange ich diese Infos noch einfach kostenlos zur Verfügung stelle, denn auch ich muss Geld verdienen, damit wir zukünftig noch coolere Tools entwickeln können. Für welche Maschinen wünschen Sie sich einen Kostenvergleich? Selber machen oder machen lassen? Schreiben Sie dies gerne unten in die Kommentare oder rufen Sie uns an. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Wenn auch Ihnen die Videos gefallen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie kein Video mehr verpassen. Denn wir machen Videos für erfolgreiche Landwirte. Bis dann, Ihr Rainer Möller.